Kaum ist Deutschland endgültig aus der Kernkraft ausgestiegen, da plant die FDP-Fraktion schon heimlich den Wiedereinstieg über die Kernfusion, womöglich mit Reaktoren, die viel gefährlicher sind und obwohl sie erst in 100 Jahren marktfähig sein wird. Ich bin Stefan Zeiter, Professor Dr. Stefan Zeiter, Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion für die Themen Technologie, Innovation und Forschung. Und über die Mythen der Kernfusion kläre ich heute bei Debunked auf. Mythos 1. Kernfusion ist doch eine Science-Fiction-Technologie und kommt erst in 100 Jahren. Diesen Anwurf höre ich häufig. Bei vielen kommt bei neuen Technologien und Innovationen immer erst Skepsis auf, anstelle die Chancen und Möglichkeiten dieser Technologien zu sehen. Wir sind aber ein gutes Stück weiter. Die Kernfusionsforschung konnte in der Vergangenheit große Fortschritte erzielen. Ein gutes Beispiel ist die erfolgreiche Zündung einer Kernfusion mit Lasern im National Ignition Facility im Jahre 2022. Das ist also kein Science-Fiction, sondern reale Wissenschaft. Natürlich gibt es auch noch Herausforderungen, wie zum Beispiel die technische Machbarkeit, die Skalierbarkeit und wie wir diese Energie in den Energiemix integrieren werden. Umso wichtiger ist es, dass wir die Erforschung der Kernfusion in der Zukunftsstrategie verankert haben. Dies ist auch extrem wichtig, denn die Zahl der Unternehmen, die sich global mit der Erforschung und Realisierbarkeit von Kernfusionsreaktoren beschäftigen, wächst stark an. Von 30 Unternehmen global sind dabei nur 4 aus Deutschland. Mythos 2. Kernfusion kann keinen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Für unsere Energiepolitik kann Kernfusion ein echter Gamechanger werden. Wir werden zwar bis 2030 noch keinen Reaktor am Netz haben, aber vielleicht 2040 oder 2050. Um den rapid schnell wachsenden Strombedarf decken zu können und dabei energiepolitisch souverän zu bleiben, müssen wir über das Jahr 2030 hinausdenken und in Kernfusion investieren. Zusammen mit der Wind- und Solarenergie kann die Kernfusionsenergie einen wertvollen Beitrag zu einem robusten Energiemix leisten, der einerseits zuverlässig, wertvoll und grundlastfähig ist. Mythos 3. Durch die Kernfusion droht ein Super-GAU oder schwarze Löcher. Der Worst Case der alten Kernenergie ist der Super-GAU. Und dabei denken viele an Tschernobyl oder Fukushima. Aber die Kernfusion ist im Vergleich dazu risikoarm. Der Super-GAU in Form einer Kernschmelze ist bei der Kernfusion physikalisch unmöglich. Denn wenn der Reaktor nicht mehr intakt ist, hört die Reaktion einfach auf. Die Technologie ist damit sicher. Und auch schwarze Löcher, die alles um sich herum aufsaugen, sind einfach unmöglich. Und falls ihr tatsächlich mal eins findet, melden. Es droht der Nobelpreis. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann schaut auch die anderen Folgen von Debunked mit meinen Kolleginnen und Kollegen an. Lasst ein Like da und klickt immer wieder rein. Tschüss.